Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Gottschild, Föderation des Lichts, vom 14. Februar 2021. Übersetzt von Emmy X. Guten Morgen, meine Freunde. Es ist unser Ding, aufzurichten und zu ermutigen, nicht wahr? Also, was könnt ihr heute dazu beitragen, um genau das zu tun, wenn ihr so freundlich wärt? Willkommen an jeden Einzelnen und an dich, liebste Blossom. Ja, in der Tat, das ist unsere Absicht. Wir sind uns der vielen bewusst, die sich in dieser Zeit weit von einem erhobenen Gefühl entfernt fühlen, und wir wünschen uns, sie auf eine Weise zu unterstützen, die ihrem Wesen ermutigendes Licht bringt. Ich danke euch. Es ist eine so seltsame Zeit. Es ist, als ob der ganze Planet verrückt geworden ist. Keiner weiß, was er glauben soll, was da vor sich geht. Eine solche Spaltung, so viel Infragestellung und Änderung von Plänen und so weiter. Es ist schwer, das eigene Wissen, dass alles gut ist, im Auge zu behalten. Und doch ist es so. Wenn der Wind weht, kann es so aussehen, als ob die Kerzenflamme erlöschen könnte, nicht wahr? Doch Mut und Stärke werden sich immer durchsetzen. Die Winde, die Stürme werden vorübergehen und man erholt sich wieder und fühlt neue Kraft in sich. Ja, und doch fragt man sich, wie lange das noch so weitergehen soll, bevor etwas Konkretes, etwas Greifbares geschieht. Es scheint einfach immer so weiterzugehen. So als sei dieses Wartespiel zu einer Lebensweise geworden. Dennoch macht ihr weiter in Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Denn ihr wisst, dass Veränderungen auf euch zukommen. Euer Herz kann dies nicht leugnen. Und doch ist es so, wie wir gesagt haben. Es ist riesig. Es ist kein Job, der über Nacht erledigt wird, Blossom. Ich weiß. Also, worüber sollen wir dann sprechen? Ich weiß, dass viele über Impfstoffe besorgt sind und tatsächlich habe ich einige ziemlich böse Folgen bei manchen gesehen, die damit nicht übereinstimmten. Ihr habt gesagt, es würde nicht zu Zwangsimpfungen kommen. Und doch scheinen viele so unwissend über die Folgen zu sein. Ich weiß von vielen, die es bekommen haben. Wie trösten wir uns, wenn Freunde und so weiter diesen Weg gewählt haben? So sehr ihr das auch nicht hören wollt, Blossom, es ist ihre Reise, nicht eure. Jeder und jede geht seinen, ihren Weg und macht das, was er, sie für richtig und als Wahrheit für sich hält. Daher ist es zu jedem Zeitpunkt ihre Entscheidung, einen Impfstoff zu nehmen oder nicht. Alles schön und gut. Doch die Folgen sind zum Teil furchtbar. Zerstörte Nervensysteme, psychische Störungen, der Tod. Dennoch ist es immer noch ihr Lebensweg, Blossom. Auch hier gilt, man muss das große Ganze sehen. Das, was ihr sagt, können wir von hier unten nicht. Wisst ihr, manchmal finde ich es ziemlich schwierig, solche Gespräche zu führen. Denn die Themen sind zu heikel, zu kompliziert. Und um ehrlich zu sein, auch zu verantwortungsvoll. Hallo, ich habe das Gefühl, wir sind ins Stocken geraten. Seien wir das? Nur, dass sich der momentane Zustand auf eurem Planeten ständig verändert. Ein Moment nach dem anderen. Der Wind weht mal in die eine Richtung und dann in die andere, während sich die letzten Phasen vor dem Sieg abspielen. Ja, wir verstehen, dass so vieles völlig falsch zu sein scheint, so vieles, das in eine andere Richtung zu fließen scheint als die, die man sich vorgestellt hat. Doch haben wir euch nicht gesagt, dass es sicherlich eine Zeit lang so aussehen wird?
Ja, dennoch werden Menschen geschädigt. Menschen sterben. Ist das richtig? Ist das notwendig? Blossom, bei allem Respekt, wir sehen den Tod nicht so, wie es viele auf eurem Planeten tun. Den Schleier zu durchqueren, bringt einen in die Freiheit. Es gibt keine Zufälle, Blossom. Ja, White Cloud hat dies gesagt. Also wenn jemand durch den Schleier gehen würde, weil der Impfstoff nicht für ihn passte, dann ist das so gewollt, oder? Würden sie nicht länger leben, wenn sie ihn nicht bekommen hätten? Und doch haben sie es getan. Sie gingen hinüber, weil ihre Zeit gekommen war. Das Gleiche gilt für jeden, der hinübergeht. Es ist seine Zeit. Es ist wirklich so einfach wie das. Diese Zeit, in der ihr euch befindet, ist eine Art des Kampfes. Durch das Internet gibt es so vieles, was täuschen und verwirren kann. Dies alles ist Teil des Plans von denen in der Dunkelheit, um das Licht zu verhindern. Dies sind die Endspiele. Alles, was es für euch zu tun gibt, ist an der Wahrheit in eurem Herzen festzuhalten. Es weiß, was zu tun ist, was zu denken und wie zu handeln ist. Ja, und doch gibt es Tage, da möchte man sich am liebsten verkriechen und dieses ganze Kapitel überspringen. Und ihr wisst, dass wir euch daran erinnern werden, immer und immer wieder, auf Wiederholungsschleife, immer und immer wieder. Du wolltest zu diesem Zeitpunkt hier sein. Ja, aber... Eigentlich kein Aber, Blossom. Du wusstest, dass es hart sein würde und es wird noch härter werden. Das ist es ja gerade. Das ist es, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir brauchen etwas Seelennahrung für das Durchhaltevermögen, damit wir weitermachen können. Lasst mich euch eine Frage stellen. Wusstet ihr, dass es so hart sein würde? Ja, das wussten wir. Und wir wissen, dass es noch härter werden wird. In Hinsicht auf? Alles. Oh ja, in der Tat. Hier bringen wir Aufmunterung und Ermutigung hinein. Und doch sind dies Worte der Ermutigung. Denn ihr wisst, dass ihr in eurer Stärke bleiben müsst. Ihr müsst auf das Jetzt und auf alles, was noch kommen wird, vorbereitet sein. Und das seid ihr. Und doch fühlen wir uns manchmal so schwach. Und doch fühlt ihr euch zu anderen Zeiten so stark. Ihr seid die Krieger des Lichts. Ihr wisst, was zu tun ist. Das Mantra ist dazu da, euch zu stärken. Das Mantra enthält so viele Codes, um euch zu helfen, da durchzukommen. Das Mantra ist eure Stärkung und Ermutigung. Es ist euer Schwert des Lichts, Blossom. In der Tat wurde ich mit sehr vielen Geschichten gesegnet, in denen es in so vielen verschiedenen Szenarien geholfen hat. Dann macht damit genau so weiter. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit, ich bin. Ich danke euch, ich weiß definitiv, dass es hilft. Wir würden sagen, es ist der Schlüssel zu der Tür. Großartig! Welche Tür? Wo? Wieder eine Redewendung. Dennoch, du weißt, was wir meinen. Ja, das stimmt. Monolithen? Sprechen wir von Monolithen? 199 sind es jetzt auf der Tracker-Site. Und doch sind viele da, um zu verwirren und es lächerlich zu machen. Obgleich viele da sind, in Stein gemeißelt, für ihren göttlichen Zweck. Zur rechten Zeit
werdet ihr es erkennen. Gutes Gespräch. Die Sache ist die. Wir haben im vergangenen Jahr so ziemlich über alles gesprochen. Was gibt es an dieser Stelle Neues zu berichten? Es gibt vieles, was ihr uns nicht sagen könnt. Also können wir bestimmte Dinge nicht vertiefen. Ihr habt uns Ermutigung angeboten. Ich meine, was? Wie geht es jetzt weiter? Anstatt Dinge zu diskutieren, bei denen wir nicht weiterkommen. Ich möchte euch nicht angreifen. Ich sage nur, dass es sich so anfühlt. Irgendwie bin ich ein bisschen festgefahren. Ich kenne Tausende von Menschen, die gerade jetzt Tausende von Fragen wüssten, die ich stellen könnte. Aber sie laufen nicht in meinen Schuhen. Das ist alles, was ich sagen kann, um zu beschreiben, welches Gefühl ich habe, an welcher Stelle wir sind. Liebste Blossom, vielleicht ist dies eine Zeit, um die größeren Energien der Liebe aufzunehmen, die für alle verfügbar sind. Manchmal ist es so, dass man in dem Versuch, die Wahrheit herauszufinden, so gefangen ist und ein Kaninchenloch nach dem anderen hinunterspringt, obwohl es viel nützlicher wäre, einfach zu wissen, dass die Wahrheit in jedem selbst liegt. Und doch vergisst man, in sein Herz zu wechseln. Wir möchten sagen, wenn mehr Menschen loslassen und es sein lassen, würde ihre Kraft tausendfach zunehmen. Ihre Verbindung zur Quelle würde stärker werden, ihr Licht würde heller leuchten. Diese Wahl liegt in den Händen eines jeden Einzelnen. Ja, das verstehe ich. Dennoch haben viele einen sehr wissbegierigen Geist und das Bedürfnis, mehr zu wissen. Aber wird es nicht genauso sein, dass sich alles zum göttlichen Zeitpunkt offenbaren wird? Ja, aber hier unten neigt man dazu, in ein oder zwei Kaninchenlöcher zu springen. Nur um zu versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Dein Herz kann das mit drei tiefen Atemzügen und drei Runden des Mantras schaffen. Das sagt ihr. Es ist sicherlich beruhigend und hat auch viele andere Vorzüge. Jedoch zu sagen, es würde helfen, dieser Welt und all dem Treiben darauf im Moment einen Sinn zu geben. Nope. Jedenfalls nicht für mich. Noch nicht. Aber trotzdem ist es sehr beruhigend. Blossom und alle Seelen, die von diesen Worten durch die Wahrheit in ihrem Sein angezogen werden. Ihr wisst, dass ihr weitermachen werdet. Ihr wisst, dass das Licht gewonnen hat. Ihr wisst, dass alle Kraft in jeder Minute, in der sie gebraucht wird, zurückkehren wird. Ihr wisst, dass ihr die Wahrheit kennt. Und in der Tat, das ist alles, was ihr wissen müsst. Das ist alles so viel leichter gesagt als getan. Und doch wusstet ihr es. Du, jeder Einzelne, ihr übertrefft die Erwartungen. Ihr seid die Stärksten der Starken. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir beobachten euch und ihr beweist uns das. Euer Wissen wird sich bestätigen. Wartet nur ab und erlebt es. Wir können nichts anderes tun als warten und hoffnungsvoll und in unserer Stärke bleiben. Fühlt sich heute ein bisschen wie ein kein Pluspunkt an. Das Beste, was wir tun können. In Dankbarkeit, im liebevollen Dienst. Ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.